Kunstinteressierte, Aussteller und Kenner kommen nun seit 2 Jahrzehnten in die Messehalle nach Innsbruck, um die Art Kunstmesse zu besuchen. Vor der offiziellen Eröffnung gibt es eine Preview. Werke von über 100 Ausstellern gibt es zu entdecken. Danach eröffnet Landesrätin Beate Ballfrader gemeinsam mit der Gründerin und Direktorin der Art, Johanna Penz, die 20. Art Kunstmesse. Hier an der Art Innsbruck trifft so vieles aufeinander. Es ist ein Ort der Begegnung für Kunstschaffende, Kunstinteressierte, Galeristinnen, Galeristen. Das belebt einerseits den Kunstmarkt, andererseits ist hier aber auch die Möglichkeit gegeben, einer breiten Öffentlichkeit die Vielfalt der Kunst aufzuzeigen. Das ist wunderbar. Es war also ein ständiges Vorwärtsarbeiten. Das war ganz interessant. Das hat sich immer aus sich selbst entwickelt. So wie die Kunst, die begeistert und die findet sich sowieso immer wieder von selbst. Und diese Begeisterung und dieses immer neu finden schwappt auf andere über und eben auch auf mich natürlich. Die Art ist aus Innsbrucks Messeleben nicht mehr wegzudenken. Auch Bürgermeisterin Christine Opitz-Blörer schaut sich jedes Jahr wieder die Ausstellung an. Mich freut ganz besonders, dass Johanna Penz, die bis jetzt einen sehr langen Atem gehabt hat, damit diese Messe an diesem Standort so wachsen kann, dass sie noch viele Ideen für die Zukunft hat, dass sie in die Zukunft blickt. Und ich bin überzeugt, dass die Kunst- und Kulturinteressierten in der Stadt Innsbruck auch weiterhin eine ganz tolle Plattform für einen Austausch haben. Neben Stammausstellern gibt es auch viele Neuzugänge und wie jedes Jahr gilt die Sonderschau als eines der Highlights. Zu sehen gibt's heuer Bob Art vom amerikanischen Künstler Mel Ramos. Die Besucher kommen meist öfter als einmal zur Messe und entdecken so immer wieder Neues. Da fällt die Entscheidung, was denn am besten gefällt, eher schwer. Schwer zu sagen, also so Skulpturen und so gefällt mir persönlich nicht so. Es waren ein paar Künstler dabei, aber so Bilder, mehr so abstrakt, finde ich total schön. Mir gefällt einfach moderne Kunst total gut, weil es einfach was anderes ist und es gibt jedes Mal irgendwie neue Aspekte auf der Art, kommt man vor. Also es ist immer irgendwas komplett Neues dabei, was man noch nie gesehen hat und wo man sich das einfach nicht vorstellen kann. Und ja, deshalb bin ich da, weil es immer was Neues gibt. Also mir gefällt es generell extrem gut. Also die Atmosphäre, dass man da immer wieder andere Leute trifft, was man kennt. Die Leute sind entspannt beim Gucken. Sie kommen öfters auf die Messe, weil sie sich sondieren, weil sie ganz genau auch teilweise schon wissen, was sie wollen. Und diese Herannäherung an Kunst oder auch dieser Austausch, den finde ich wunderbar. Die nächste Art-Kunstmesse findet noch dieses Jahr statt. Anfang Dezember gibt es wieder internationale Kunstwerke in der Messehalle zu bewundern.